Hallo zusammen, hier ist Coach S und heute zeige ich dir zwei Übungen mit dem Ball. Es geht um Ballhandling. Jetzt am Anfang, unser Fokus ist auf Tiefposition und Kopf hoch. Es geht nicht so viel um Schnelligkeit und Explosivbewegung, sondern einfach ein Gefühl zu bekommen von dem Ball, sodass wir wieder normal Basketball spielen können. Sei dabei! So, die erste Übung heißt Double Cross und dann wir gehen zum Korbleger. Okay? Und zwar wir machen zweimal Cross, Cross, Dribble, Cross, Cross, Dribble, Cross, Cross, Finish. Beide Beine, Layup, Rechthand auf der rechten Seite. Und dann auf der linken Seite ist Cross, Cross, Dribble, Cross, Cross, Dribble, Cross, Cross. Linken Hand, linken Seite. Okay, die zweite Übung ist ein bisschen komplex. Und zwar zwei Crossover, Double Cross und dann Between the Legs. Ich zeige es langsam einmal. Und zwar Cross, Cross, Between the Legs. Cross, Cross, Between the Legs. Cross, Cross, Between the Legs. Finish. Auf die andere Seite. Cross, Cross. Andere Seite. Cross, Cross, Between the Legs. Cross, Cross, Between the Legs. Cross, Cross, Between the Legs. Finish. Jetzt ein bisschen schneller. Cross, Cross, Between the Legs. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Das kommt langsam mit der Zeit. Das kommt langsam. Einfach weitermachen. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Wenn du einen Ball hast und Korb und Asphalt, kannst du dein Ballhandling verbessern. Einfach jeden Tag ein bisschen und dann wird alles besser.